würde ja. Schönes Wochenende. Ja, danke schön. Die Ameisen von Joachim Ringelnatz. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. In Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie denn weise auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Ja. Den Rest kannte ich nicht, die letzten beiden. Die letzten beiden, ja, sind auch nicht ganz so bekannt. Man findet in manchen Gedichtsammlungen diese beiden Zeilen nicht. Und in so einer vollständigen Sammlung, die ich da zu Hause habe, da ist dann tatsächlich auch der Satz mit drin. Er hat zwei Fassungen geschrieben. Also eine frühe. Die letzten beiden Zeilen. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Ne? Das ist sozusagen die Moral von der Geschichte. Ja, ja. Und die hat er erst später dazu geschrieben dann. Zeitlos ist ja, er. Ja, absolut. Er wird auch immer noch sehr, sehr gerne verlangt. Also wenn ich zur Auswahl stelle, Ringelnatz, Rilke, Morgenstern, Brecht, Kästner, dann sage ich mal, in 90% der Fälle ist es Rilke oder Ringelnatz. Ja, und die halten sich ungefähr so die Waage.